Die Verbandsgemeinde Dahden ist ein Top-Wirtschaftsstandort. Durch die gut ausgebaute Infrastruktur erreicht man schnell die Zentren Siegen, Koblenz, Köln und Limburg. Eine Vielzahl intakter, mittelständisch geprägter Firmen mit dem Schwerpunkt der Metallverarbeitung und des Maschinenbaus sichern und schaffen Arbeitsplätze. Ein starker Arbeitgeber in der Region Dahden, die Firma WEW, ist Weltmarktführer im Bereich spezieller Tankcontainer für flüssige Chemieprodukte, Lebensmittel, Kraftstoffe und Trinkwasser. WEW-Tanks sind bis in die Antarktis weltweit erfolgreich im Einsatz. Über 40 Patente allein aus den letzten 10 Jahren zeugen von Fortschritt und Entwicklung auf höchstem Niveau. Mubea ist ein innovativer Leichtbauspezialist für hochbeanspruchbare Federkomponenten und verwandte Produkte. Als weltweiter Partner der Automobilindustrie ist das Familienunternehmen Markt- und Technologieführer. Großen Wert legt Mubea auf die Ausbildung im Unternehmen. Eine eigene Lehrwerkstatt sorgt für den qualifizierten Nachwuchs. Genießen Sie Ihre freie Zeit in einem der Cafés oder Gastronomiebetriebe inmitten zahlreicher Fachwerkhäuser und erleben Sie echte Gastfreundschaft und das zu günstigen Preisen. Die evangelische Kirche im Ortskern gilt als eine der schönsten und größten Barockkirchen des Westerwaldes. Ein Besuch lohnt sich. Das Schloss Friedewald ist ein relativ junger Teil der Burgruine Friedewald, der heute als Hotel genutzt wird. Die Burg war einst regionaler Verwaltungssitz und Jagdschloss. Die Verbandsgemeinde Dahden ist offen für die Zukunft. Mit den Windmühlen oberhalb von Friedewald und Weitefeld wird schon seit langem auf erneuerbare Energien gesetzt. Die abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft des Dahdener Landes ist außerdem ein wertvolles Erholungsgebiet. Wanderfreunde finden hier ein umfangreiches und hervorragend beschildertes Wanderwegenetz. Folgen Sie dem Verlauf des europäischen Fernwanderweges 1 und des Qualitätswanderwegs Druidensteig vorbei an der Höhenbuche, einem der ältesten Bäume der Umgebung. Im Dahdener Land gibt es viel zu entdecken, für groß und natürlich auch für klein. We'll be right back.